Servus. Hallo. Leute. Komm zurück bei Dark Souls 3. Ganz genau. Mein Name ist Beam. Beam? Dieser Typ, der immer so mega tief, die tiefste Stimme in ganz Deutschland. Mein Name ist Beam. Aha. Und ja, schön, schön. Wir sind ja auf jeden Fall in der großen Kathedrale. Oh. Ach, wir holen den Aufzug. Willst du zum Feuer? Nein, ich glaube, ich bleib erstmal hier oben. Geh mal da raus. Geh mal wieder raus. Die Magier sind dann noch alle tot. Und dann kommt hier ja vielleicht noch was. Oh, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, raus geht's jetzt links. Genau. Und okay. Jetzt immer geradeaus. Oh cool, diese Balustrade da sieht aus wie Anor Londo. Sind wir in Anor Londo eigentlich? Nee, wir sind in Anor Londo. Weiß es nicht, ja? Das da oben ist Anor Londo. Aha. Aha. Also es kommt einem auch schon ein bisschen bekannt vor. Ja. Es ist kein Wunder. Ja, eben, weil eben genau mit diesen schrägen Balken, oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Ja, ja. Da musste man ja so hochrennen bei den Bogenschützen im ersten Teil. Stoß voraus, was ein Witz bald, ey. Immer diese Sexwitze. Willst du jetzt gegen die kämpfen? Klar. Oh, die halten ja gar nichts aus beim Kopftreffer. Voll ins Gesicht geschossen und guck mal, jetzt könnte ich ihn doch hinrichten. Eingeweideangriff, ja. Ja. Krass. Boah, wie krass das war, wirklich. Komm her. Mach mal einen Eingeweideangriff. Ja, mach ich jetzt. Komm her. Ah! Jawoll! Hier rein. Boah, ist das gemein, ey. Krass. Kann man dann nur als Bogenschütze und Caster kann man den einfach ins Gesicht ballern. Ja. Wie krass die keine Chance haben gegen Magier. Ja. Oh, guck mal, da kannst du runterspringen. Nee, kann man nicht. So, in den Büschen hier wird auch noch geguckt. Klar, Mann. Überall. Das ist doch das Verdächtigste hier überhaupt. Und gerade dann legen sie da kein Item hin, die Schweine. Blut. So, und jetzt haben wir die Wahl natürlich, ne? Gehen wir weiter im Kerker oder hier in Anor Londo? Ja, machen wir erstmal hier das erste Leuchtfeuer noch an in Anor Londo. Dann können wir uns immer noch entscheiden. Genau. Ein wirklich guter Plan, Herr Benjamin. Guck mal, hier sind die Texturen wieder nicht reingeladen. Ja. Also zumindest nur so eine voll schlecht aufgelöste Textur und nicht die richtige HD-Textur. Rein da! Oh, ganz viele Zeichen. Geheimpfad! Wo denn, hä? Wo denn? Wo denn? Ah! Ja. Cool! Alter, geht es tief runter. Alter, wo sind wir denn What? Jetzt? What? Viel Spaß! Das Schnappkrokodil. Zwei Stück. Zwei. Ist das geil. Niemals. Oh. Ist das schön. Da kommt's. Auch beide? Nee, eins. Das eine. Sehr schön. Ja, das auf der Brücke war ganz schön krass, wenn ich mich recht erinnere. Ja, du erinnerst dich recht. Oh Gott! Oh mein Gott! Boah, jetzt lässt mir aber Zeit. Das andere kommt, oder? Boah! Hast nee. Du das andere gehört? Nee, nee. Jawohl, verbrennt. Verbrennt. Boah. Komplett. Shit. Oh, was hatte ich da erwischt? Ich hab keinen Dank mehr. Rollen! Jetzt! Boah, ist betäubt! Ist betäubt! Tot! Jawohl, nimm die Glut! Wobei, die Glut ist jetzt, wenn du jetzt stirbst. Boah, wie viel Erfahrung der gegeben hat. Krass. Ja, vier Feuerbälle. Mach Mana nochmal voll. Und haus weg das andere Kugel hier. Erstmal hol ich das Item. Menschlicher Abschaum. Aha. Krass. Also das kenne ich hier auch gar nicht. Das ist eine ganz schön krasse Stelle. Weißt du, das erinnert mich mega an das Krokodil von Captain Hook irgendwie. Ja. Auch wie das so auf einen zukommt. Boah.
Yes. Nein! Ah! Doch, gerade noch. Ich hab's doch oh, Achtung! Noch einmal und du bist tot! Nee, jetzt ist es tot. Jawohl, komm hau her. Drauf! Eingeweihtangriff! Oh Gott, hoffentlich war das genug. Nee, ist nicht doch, tot. Fast. Doch, ist es. Warte. Oh. Ring der Gunst. Krass. Erhöht TP, Ausdauer und maximale Belastung. Krass! Der Übel! Der Überring! Oh, aber wir können echt keinen rausnehmen, wirklich nicht. Wie? Oder was meinst du? Höchstens halt den jetzt, ne, geschickt weiter hoch und dann den rausnehmen, der... Das ist ein Leuchtfeuer. Ja. Es kommt mir auch so vor wie dieser menschliche Abschaum. Ich glaube, das ist wieder hier irgendein Covenant oder so. Sir Lancelot ist eingefallen, shit. Oh nein. Ich kann das Leuchtfeuer nicht aktivieren, doch. Doch. Aktivieren können wir es wenigstens. Guck mal, das ist... Wer ist denn das hier hinten? Das ist doch ein Dude. Ja, so eine fette Feuerfrau ist das eigentlich. Aber hier, zu Erzdiakon McDonald beten. Ja. Aha. Na komm. Aldrichs Getreue. Okay, cool. Ah, guck, und Menschen sind Abschaum da bieten. Habe ich mir schon gedacht, ja. Gut. Keine Ahnung, was uns das bringt, aber... Also im Moment noch nichts, da muss man immer mehr von abgeben halt. Ja. Ja, wo ist er denn? Da geht die Leiter wieder hoch. Da ist er. Ach, das ist ein Typ. Oh mein Gott. Ned Stark. Ich bin so tot. Soll ich mich direkt... Komm, ich lass mich töten einfach. Nein, nein. Wirklich. Wie soll ich denn gegen den gewinnen? Ja, probier es wenigstens. Das ist die reinste Farce. Die reinste Farce. Was er hier mit mir macht. Ja. Er verarscht dich gleich so krass. Toll, es ist halt noch einer eingefallen, ne? Ach so. Was soll das? Das ist ein witziger Typ, ey. Ja, dann lass ihn halt stehen. Geh deines Weges. Ist ja auch unverwundbar, oder was? Ich hab ihn doch schon ein paar Mal erwischt jetzt. Guck mal. Jetzt. Er ist unverwundbar. Ich hab ihn erwischt, hat nichts gebracht. Super, Cheater am Start. Herzlichen Glückwunsch. Ja, geiler Typ. Hä? Was hat der auch für eine komische Farbe? Hey, das war doch wohl 100%. Was war komisch? Ich hab den ein paar Mal erwischt und es hat nichts gebracht. Ja, einfach. Oder die Kollisionsabfrage war halt mega laggy. Ja, aber sogar, es gab ja eine Kollision einmal. Ja, einmal hat's Klatsch gemacht. Ja, und nichts passiert einfach. Einfach niente. So. Oh shit, oh nein. Was? Oh Gott, was habe ich getan? Was hast du getan? Ach shit, warte mal. Funktioniert das so? Was? Probier mal zu steuern. Nein. Geht nicht? Nein. Okay, warte, dann hole ich kurz die Seelen. Ich habe aus Versehen das Falsche angewählt, weißt du? Ja und? Kannst du noch wechseln. Zum gemeinsamen Spielen. Ja, ich wechsle jetzt noch. Ich dachte nur, es wäre cool, wenn wir es dann gar nicht mehr rübergeben müssen, weißt nee, du? Nee, das ist dann nur, dann bin ich zweiter Player an deiner Playstation, weißt du? Das ist das. Ja, ja, genau. Also richtig. Wir, als würde ich im zweiten Slot stecken. Ja, ja, deswegen, aber es wäre geiler, wenn es anders wäre halt. Weil da müsste ich einfach nur den Pad zur Seite legen. Dann könnte man sich aber voll dazwischen kommen. Ja, könnte man. Das ist dann so wie beim Fahrlehrer oder so. Ja, genau. So, ich weich mal kurz für dich aus. Ja. Naja, ich meine, das würden wir ja nicht machen, oder? Also. Nee. Von daher wäre es halt angenehm für uns. Was eine lange Leiter. Aber echt. So. Da sind wir wieder. Hier sind wir reingekommen, dann gehen wir mal weiter hoch, hä? Huh? Ja.
Geil. Titanitschuppe. Für Umme einfach. Oh. Oh. Ja, es geht schon wieder los, genau. Ich muss da hochlaufen und schießen, Bogenschützen. Ach Mann. Und du achtest nie aufs HUD. Ja, weil es nicht eingeblendet wird. Ja, aber du kannst auch einfach mal kurz auf Blocken drücken. Zum Beispiel, ja, und manchmal zaubert man dann aus Versehen, wenn die Pyromantie-Hand da liegt. Ja, aber das ist alles schon passiert. Das liegt doch. Ob du das Schild in der Hand hast. Ey! Ey! Ich hatte keine Chance, da rauszukommen. Der hat genau richtig geballert. Der andere. Oh Mann. Es tut mir ja schon ein bisschen leid, weil ich jetzt schon so lange am Stück gezockt habe. Wieder. Obwohl es ging eigentlich. Aber. Nach einer Minute. Halt auch ein bisschen leichter, wenn man die Tücken schon kennt. Musst du zugeben. Naja, aber ich kenne wirklich nicht. Ich kenne das meiste wirklich nicht mehr. Das ist schon jetzt wie lange? 3 Monate her oder so, als ich gezockt habe. Ja, aber. Obwohl, nee, so lange ist es nicht her, aber es ist in meinem Kopf schon. Du weißt schon, wie das ist, wenn man so einen Gang oder so ein Gebiet zum ersten Mal lang geht und hinter jeder Ecke überrascht einen den Gegner und so. Ja, da das ist schon was anderes. Da halte ich halt Schild hoch wenigstens. Das könntest du ja machen. Also, oder gemacht haben. Hab ich doch gerade. Nur ein Pfeil und die Ausdauer war weg. Stattdessen haben wir diskutiert über das Schild hochhalten. Aber du hast es nicht gemacht. Klar habe ich das gemacht. Guck dir das Video an. Ich habe 2 Pfeile abgeblockt, du Idiot. Jetzt nicht gleich beleidigt werden. Doch. Ey, wenn man zu viel Scheiße labert, muss man auch mal beleidigt werden. Sonst hört es ja nie auf. Boah, da kommt noch einer von der Seite. Alter. Okay, das ist ganz schön krass. Aha. Wir müssen erstmal die anderen da töten. Irgendwie. Guck mal. Den musst du erstmal töten, den rechten. Nee. Oh Gott. Wie kein Fall. Mach's. Geronimo-Art. Nein. Da liegen 60.000 Seelen am. Ach so, was? Und dann soll ich gegen die kämpfen? Ja, logisch. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Hahaha. 60.000, wieso so viel überhaupt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe eben die 2 Krokodile, die haben jeweils, ich glaube, 15.000, 20.000 gegeben. Ja, die sind weg. Ey. Die sind weg. Geronimo-mäßig einfach. Wie schwul das gerade aussieht irgendwie. Zack, zack, zack. Ja, wir haben auch ein Kleid an. Ja. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Wie soll ich mich denn einem dieser Bogenschützen nähern, ohne dass mich alle anderen töten? Alter, hol einfach die Seelen. Alles andere ist egal. Hol einfach nur die Seelen. Ja. Und? Wie? Ja, Geronimo-mäßig, wenn es sein muss. Da unten liegen sie. Guck mal, die liegen direkt da unten. Alles easy. Und dann gehst du nach rechts und wir machen zuerst den rechten, weil der war der, der so richtig einen abgepackt hat. Ja, da lang, genau. Boah, das ist halt krass, 2 Pfeile ist man tot, ne? Ja. So, jetzt zück mal Schild, genau. Oder den umständlichen Weg. Ja, genau, jetzt lässt sich da droppen. Und jetzt töten wir erstmal den, oder wir geben erstmal die 60.000 Seelen aus. Dein Call. Toll, da muss ich jetzt einen Heimkehrknochen nehmen dafür. Ja und? Wo ist denn da das Problem? Ah ja, okay. Hey, die sind doch da. Geh mal zurück. Geh mal zurück. Da. Ach so, stimmt. Die Seelen. Ja, dann kann ich auch Geronimo-mäßig da hochrennen. Ja, dann kannst du auch Geronimo-mäßig da hochrennen. Aber den einen würde ich trotzdem töten, weil der ist echt zu hart. Und den dann komme ich nicht mehr zurück da hoch. Ja, das stimmt. Scheiße. Very well. Then touch, take no. Komm dann bei ihm hoch. Da liegt auch, glaube ich, ein Item. Also man muss da vielleicht eh hin, aber bringt einem dann nichts. So.
als wir da reingekommen. Drei Level. Alles auf Intelligenz. Rein, ja. Ja. Hä, wieso denn? Guck mal, Aushöhlung. Jetzt steht da auch als Skill Aushöhlung. Ja, ja. Ich weiß. Da hat man auch ein Level für. Wie dumm. Genau. Und wir sind auf 99. Genau. Wir haben die höchste Aushöhlung, weil wir das 5-mal gemacht haben. Oh Mann. Aber man braucht das für das Hochzeitsende. Okay. Und was ist das Negative daran? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Na gut. Ich auch nicht. Sind halt eine Hülle. Ja, aber haben wir vielleicht gelesen, weniger Leben oder so? Weiß ich nicht. So. Hä? Wo ist er da? Diese abgefuckte Leiter, echt. Ja, Mann. Aber es ist trotzdem der kürzeste Weg hierher. Ja, sonst müssten wir diesen Aufzug fahren aus der Kirche, das ginge auch. Oh, das wäre schon. Ja, aber das wäre so. Ja, da müssten wir an allen Gegnern vorbei halt, ne? Ja. An den Zauberern da oben. Ja, ja. Komm, vergiss es. Geht schon viel schneller hier. Du bist so kurz vor Anno Londo, Alter. So kurz. Ah ja? Das sieht echt so gay aus. Also, diese Perspektive halt auch. Ja. Einfach. Das habe ich nur ja extra deswegen, gemacht. Glaub ich. Ja. So, als würde er so voll den Arsch rausstrecken beim Hochklettern. Okay, ich gebe nochmal einen Versuch auf. Beim ersten Mal hat es mich ja mega überrascht, dass das hier passiert. Geronimo. Geronimo. Das ist einfach reines Glück. Ah! Ich bin oben! Ich bin oben! Das war auch noch ein Headshot, oder? Guck mal, wie viel das abgesehen. Guck, zu dem kommst du. Auch auf die andere Art und Weise. Ich glaube, es wäre besser gewesen, aber egal. Jetzt töte ihn, töte ihn, töte ihn! Du tötest ihn nicht! Mit Zaubern! Jetzt ist es zu spät. Nein, jetzt trifft er mich wieder. Ich dachte, ich hätte eine gute Position. Wow. So wie wir im Fachjargon sagen, suboptimal. Stoß ihn runter, kick ihn. Ja! Nice. Sehr schön. Ich bin so ein Lamer, ey. Ist egal, ey. Das Ergebnis zählt. Da, kick ihn auch runter. Guck mal, mit dem Fußkick. Egal, jetzt hast du ihn gesaugt. Boah, das zieht echt wenig ab, aber zwei sollten trotzdem reichen. Nee? Ja, okay, drei haben es gemacht. Die schießen auch immer noch von unten, oder? Ich fühle mich immer noch leicht bedroht ja, ja. Hier oben. Also, du bist jetzt nicht safe, so ist es ja. Nicht. Ach, hier geht ein anderer Weg dann hoch. Oh. Wow! Wie er schon da mit einem gespannten Bogen steht, aber nicht. Ja. Einfach voll assi. Komm her! Oh, das war nicht gut. Nein, das war nicht gut. Jetzt? Du musst schon vorher casten und dann erst um die Ecke. Ging trotzdem. Ja, ging. Boah! Aber nur weil er so dumm war und sein Schwert rausgeholt hat, der Dummbatz. Krass! Boah, fall nicht runter. Schön, schön abgebrochen. Hey! Boah. Guck mal, ey, wir haben mittlerweile, wir könnten einfach kleine Titanitscherben, könnten wir einfach rauspinkeln. Mann, ich will da rein. Kleine Titaniten-Nierensteine haben wir. Weißt du eigentlich, ne? Nierensteine. Was ist denn hier? Ach, da. Muss ich hier noch, runter? Guck doch erst nochmal nach dem Item da hinten. Welches Item? Ja, das Item bei dem anderen Dude. War da ein Item? Ja. Das. Wusstest du, das Nierensteine? Früher wurden die so operativ voll ekelhaft entfernt und so, ne? Und mittlerweile macht hier man. Hier oder was? Ja. Ja, genau. Geh doch mal da lang. Mittlerweile macht man das einfach eiskalt mit Ultraschall, mhm. Ja,
zersplattert quasi die Nierensteine. Mhm. Oh, Ostländer, guck mal. Zersplattert die Nierensteine komplett und dann muss man die auspinkeln. Ja. Und dann pinkelst du einfach Sand quasi. Mhm. Weil das ist ja einfach ein schwer lösliches Salz, was du dann auspinkelst, im Prinzip Nierenstein. Bei dem ist aber nichts, ne? Doch! Bei dem ist ein Item? Ja, bei dem ist ein Item, töte ihn. Aber pass auf, von rechts kommt noch irgendwas. Ja, es fliegt aber gerade in die Säule. Nur wenn ich nach vorne gehe, wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ja, könnte eventuell. Na, dann hole ich mir erst den. Na gut. Geht der? Every day. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt unten drunter. Noch ein Stück rechts. Hörst du doch auch, oder? Jetzt links, da unten. Da. Ah. Ja, jetzt hättest du es durchziehen können. Ja, Ja, okay, hast du immerhin. Aber jetzt hast du gar keine Tränke mehr. Könnte eine Glut also nehmen jetzt. Solltest den nehmen, den Trank. Nimm lieber den Trank jetzt erstmal, oder? Ja, wenn dann jetzt die Glut. Ja, meinetwegen, mach halt. Aber, na, ist kacke. Wieso? Weiß nicht, wo das Feuer kommt. Ja, egal, nimm die Glut, komm, go for it. Wir haben 16, na, jetzt noch 15, ist okay. Jetzt hast du dich ja langsam ein bisschen dran gewöhnt. An diese krasse Stelle. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben die nochmal krasser gemacht. Ich habe die nämlich im First Try gepackt. Wow. Und auch wirklich irgendwie ohne Probleme. Hä, wieso ist der Buff von dem Stab wieder weg? Gute Frage. Ja, ne? Jetzt komm. Jetzt loslaufen. Ah, in your face. Lauf doch auf ihn zu, bis du ihn anvisieren kannst. Oh. Muss schon mal einen Sprint hinlegen, wenigstens. Alter. Sprung war jetzt nicht. Oh, egal. Okay. Alles easy. Jetzt schubst ihn runter. Schubst ihn. Einfach nur die Position verändert. Das war echt so behindert. Schön. Wieso hatten wir nur noch die Hälfte? Ich hab ihn schon einmal getroffen. Echt? Okay. Nein! Ah, Alter, jetzt nimm den Trank, verdammt. Das ja. Toll, aber hier liegt gar kein Item. Ich jetzt hätte den nicht töten runter. Müssen. Geh weiter runter. Wo runter? Hier runter. Ja. Hier war ich doch schon, hier ist kein Item. Ich weiß. Du laberst schon wieder. Du kannst dich doch da droppen lassen vielleicht, guck mal. Ich weiß nicht. Nein, Mann. Doch, ah, guck, da war ein Item. Ja, das haben wir schon geholt. Und da links kannst du dich droppen lassen, oder nicht? Nein. Ah, hier ist irgendwo, ist noch dieser krasse Drachentöterbogen liegt hier irgendwo noch. Ja, vielleicht drüben, es gibt ja noch einen ganzen Weg jetzt hier. Das weiß ich noch, nee, du musst dich hier irgendwo droppen lassen oder so. Da? Da? Auf diese mittlere. Ja, da. Kann das sein? Das kann sein, ja. Aber ich sehe hier kein Item. Und ich weiß auch nicht, wie ich da wieder wegkommen soll. Ja, Homeward Born höchstens, ne? Oder. Ach, da hinten! Da liegt's. Ja, dann muss ich jetzt hier runter. Aber schaffe ich den Sturz noch? Das ist ziemlich hart, der Sturz. Ne? Es wäre gut, wenn du wenigstens einen Zauber dabei hättest. Oder du nimmst einen göttlichen Segen jetzt. Ja. Aber doch, den Sturz packst du. Du hast ja noch mehr als die Hälfte, Alter. Den Sturz packst du auch so, den einen zumindest. Danach könnte es kritisch werden. Aber dann wird sich der göttliche Segen wenigstens richtig lohnen. Guck mal, wir haben 20 geschickt, das packst du locker. Oh, Alter. Ich dachte schon, nur damit du die Höhe ein bisschen... Alter, ey, das war so riskant. So, guck dich erstmal nochmal hier um, ob hier nicht auch noch was liegt. Nee. Also ich muss hier auf die... Ja. Soll ich jetzt was nehmen vorher? Nee, das macht gar keinen Schaden. Was da, also ein bisschen, ja doch. Aber nicht genug. Sehr schön. Oh fuck, wir hätten vielleicht doch erst das Feuer holen sollen. Ja, das war mein Gedanke eben. Halt. Oh nein, das ist noch nicht mal... Das war einfach nur ein Leichnam. Da liegt's, hast du gesehen? Wo?
Das sind Fackeln. Turm in der Mitte, Turm. Da, da, rechts, rechts, rechts. Da liegt was, hinter dem Baum. Da, siehst du es? Mhm. Oh Mann, verkackt. Ja, aber wenn ich genug TP hätte... Warte, hier auf dem Dach müsste noch was liegen. Da könnte ich ja locker hinlaufen jetzt, wo die Gegner tot sind. Ja, ich sag sind. Ja, dann mach doch Dings, mach doch göttlicher Segen rein. Wir haben das nur einen, ne? Ja und, das haben wir so gut wie noch nie benutzt. Das ist doch mal eine Gelegenheit für sowas. Liegt hier gar nichts mehr auf dem Dach? Nee, nee. Oh Mann. Auch jetzt hier links? Nee. Oh Mann. Shit. Auch wenn wir den natürlich gar nicht brauchen, aber das ist ein geiler Bogen, den sollten wir nicht liegen lassen. Falls es doch nochmal irgendwie... Ah, Mist. Ja, da komme ich ja jetzt hin. Auf die andere Säule. Ja, klar. Aber ich glaube, das ist er nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt echt... Überall, wo ein Ritter stand, bin ich gewesen. Ja, du hast jetzt auch alles geklärt hier, glücklicherweise. Das war also, das Ding. Da komme ich von hier drauf. Das ja, pass auf, ein hier. Ritter ist da noch, ein Ritter ja, ich weiß, da noch. Ich weiß. Schießen ab. Boah. Fast 500 Damage, ne? Das ist schon hardcore. Dafür, dass der Zauber auch... Boah. Ah, nein, das so war unnötig. Ey, du musst echt aufpassen jetzt. Nicht so Risiken eingehen. Weil jetzt haben wir kommt hier das Leuchtfeuer? Nichts vielleicht? Mehr zum Regenerieren. Oh, ein Finstergeist kommt da. Grad. Herzlichen Glückwunsch. Aber es scheint ein NPC zu sein. Lauf mal weiter, dann vielleicht kannst du es noch aktivieren, das Leuchtfeuer. Da ist irgendwas. Nee, ja, nimm's nur ein Geist. Nimm dieses Item. Und pass auf. Oh Gott, guck mal, hier muss das Ding runterfahren. Pass auf, hinter dir. Oh, nee. Doch, da. Ah, oh, nein, scheiße, das ist wieder so ein altes Feuer. Oh Gott. Lauf weg. Lauf weg. Versuch ihn zu verarschen und runterzukicken irgendwo. Na wir geil. Wir haben sonst echt keine Chance. Nimmst das Schwert aber raus, nur dann kannst du auch kicken ordentlich. Wir kicken ihn jetzt gleich runter. Come on, das schaffst du. Geht nochmal der Kick. Nach vorne und schlagen. Da, auf so, geh doch auf so eine kleine, dünne, auf so einen Pfad, weißt du? Da kannst du zwar auch nur scheiße ausweichen, aber egal. Vielleicht folgt er dir ja jetzt genau, jetzt so. Da hinten stehen bleiben, dahinter. So, jetzt kick! Ah. Ey! Oh Mann. Ist zu krass. Ja komm, du verarschst ihn, come on. Jetzt! Kick! Ja! Ah, oh, shit. Ah. Okay, er hat Mana dran genommen nur. Das war's doch für mich. Sollte weglaufen und lieber noch das Feuer suchen. Ja, aber... Ach. Jetzt müssen wir die Stelle nochmal machen, das ist das Problem. Ja, klar ist das Problem. Ist mir schon klar, dass das Problem ist. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Ich habe das Gefühl, wir überziehen gerade voll. Nee, geht eigentlich. Geht? Ja. Geht noch, alles klar. Ein Try können wir noch machen. Oh Mann, ey. Voll verzettelt. Nur wegen diesem Scheißbogen, ich such den nicht mehr. Okay. Das war eine klare Ansage. Brauchen nicht. Warum lädt das gerade so übelst lang? Was ist denn da los? Das ist schon das dritte Item irgendwie, was gezeigt wird, glaube ich. Na, endlich. So, 5 Minutes. Oh Mann, ey, wirklich. Es liegt aber an der Glut, ne? Dass die einen invaden. Ja, klar. Ja. Aber ich find's krass, das Spiel ist ja jetzt schon, ja, ich würde jetzt nicht sagen alt, aber es ist jetzt schon halt ein bisschen gezockt worden, dass trotzdem noch so aktiv sind die Leute und halt hier andere Leute invaden und so und die Covenants mal spielen und so, das ist ganz cool. An so einem Feiertag durchaus. Achso, ja, stimmt, ja. Das ist falsch. Ja, ich weiß, ich wollte nur noch mal kurz einen Blick rauswerfen. Achso. So, dann go for it. Wer du holst die Seelen nicht. Nur 16.000, da scheiße ich drauf. Ey, das ist ein Level. 16.000 ist kein Level.
Aber 17.800. Alter, das war so knapp, ne? Ja, ich weiß. Jetzt scheiß auf alle. Scheiß auf sie alle. Das kann ich nicht. Das kann doch. Ich nicht, Benny. Benny, ich kann's nicht. Es geht da weiter. Ich kann nicht auf die alle scheißen. Doch. Ich muss hier runterlaufen. Ja, ich weiß. Ja, Mann. Aber nur eine große Scherbe. Und ein Shortcut. Ja? Ach, zu der Tür, die wir nicht aufgekriegt haben. Ah ja, ja, verstehe. Ja. Toll, warum hast du mich nicht hier hingeführt eben? Du Sau. Da ist ein Shortcut. Ach so. Ach so. Als ob der jetzt so viel krasser wäre als der andere Shortcut. Das ist fast genauso. Aber man ist schon an den Bogenschützen vorbei. An dem einen, ja. Ja. Guck, da liegt da. Der Bogen. Da. Da liegt er. Da, einfach von dem Ding runterfallen lassen. Bang. The Dragon Killer. Und jetzt kann man halt ganz convenient-mäßig... Ja. ...hier an den krassen Zauberern vorbei. Ach, was. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Die man aber auch nicht zu unterschätzen, also die man nicht unterschätzen darf. Guck mal, der eine castet auf mich. Das ist voll krass. Ja, ist viel krasser der Weg hier. Hast voll recht. So. Oh, guck mal, Alter, wie der abgeht. Guck mal, oh, wie er fast mit dem Bogen auf mich geschossen hätte. Ja. Krasse Bedrohung, der Kerl. Ich hab's gesehen. Oh Mann. Was war denn jetzt hier drin überhaupt? Geheimnis voraus, versucht angreifen. Aha. Ja, okay, klar. Okay, die riesige Statue. Haut man mal weg. Eben mal weggehauen. Willst du nicht da unten gucken? Doch. Aber hier warst du eben so im Stress, deswegen gucke ich hier nochmal in Ruhe. Rechts voraus. Aha, guck. Der Hebel klang. So, nee. Und hier erkennt man nämlich auch erstens diese große Stadt und so. Und das erinnert jetzt hier richtig an Anor Londo. Ja, ja. Ja gut, also bei diesem Dachziegelpfad, ne, mit den Bogenschützen, ja, ja. Da war es einem aber so klar. Aber guck mal, das hier. Das kennt man sogar. Ja, stimmt. Anor Londo. Stimmt. Dieser unendliche Pfad. Oh, und diese goldene Rüstung. Ja. Vom Dings, wie heißt der nochmal? Den man da einfach nur runterkickt. Und hier ist natürlich auch der Endraum. Hier standen in Dark Souls 1 so 3, 4 Kisten irgendwie, ne? Mhm. Richtig geiler Loot war da drin. Hier haben wir auch eine Kiste immerhin. Der Umkehrring. Aha. Was der wohl machen wird. Umkehren? Wo sind wir denn hier? Welcher Endgegner war hier nochmal? Dieser androgyne Endgegner war hier. Deswegen, Männer können Frauenaktionen ausführen und umgekehrt. Aha. Es ist ja auch anscheinend, keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch anders das Ende, wenn man weiblich ist. Da habe ich nichts von gelesen. Und so müsste aber eigentlich so sein, wahrscheinlich, oder? Ja, wenn gut, wenn du weiblich bist, kannst du schon mal nicht die Frau heiraten, denke ich. Weiß ich, also, je nachdem, wie die hier so drauf sind. Das war eine ganz schön krasse sexuelle, sexistische Aussage von dir, Benjamin. Sexistisch? Ganz ich sehe nichts mehr. Ja, naja, du bist auch grad rausgekommen. Wir sind hier ja schon irgendwie im Mittelalter. Das war jetzt nicht meine persönliche Ansicht. Ah ja, wir sind okay. Nein, ist mir schon klar. Ich will dich nur aufs Glatteis führen. Ich wurde gerade noch mal gerufen, deswegen das spiele ich jetzt noch. Ohne was? Dass du mir dabei zugucken kannst. Ich wurde als blauer Geist gerufen. Um hier jemandem zu helfen. Na gut. Wenn das jetzt nicht Stunden dauert. Ich kann versuchen, wir haben nämlich keine Zeit. Ich kann noch versuchen, dich mit reinzunehmen. Wenn es klappt. Ja, klappt instantly. Sehr schön. Okay, Shepley ist wieder gestartet. Ah, Pflicht erfüllt. Oh Mann. Irgendwie wurde der Finstergeist besiegt in der Zeit. Aber cool, ja. Okay. Okay, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auf jeden Fall für diese Folge.
Schade, dass es jetzt nichts geworden ist. Das wäre ganz cool gewesen. Aber naja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschö.